Die Messe Hohe Jagd und Fischerei in Salzburg ist nicht nur ein Publikumsmagnet mit mehr als 40.000 Besuchern, sondern auch immer wieder Ziel von Tierschutzorganisationen. So war es auch heute, da wurden vor allem Jagdsafaris angeprangert. Doch so paradox das klingen mag, selbst Naturschutzorganisationen betonen, dass Trophäenjagd auch zum Tierschutz beitragen kann. Ein Bericht von Uli Wolf. Aussteller, die Löwenjagden anbieten, waren heute besonders im Visier der Tierschützer von den Vierpfoten. Diese Jagdfarm in Südafrika steht dazu, dass hier Löwen im Gatter gejagt werden und man ist sich der Kritik der Tierschützer bewusst. Es gibt in Südafrika ca. 200, 250 Farmen, wo 6.000 bis 8.000 Löwen in Gefangenschaft leben. Diese Tiere werden zunächst als Attraktion für die Touristen missbraucht oder auch zum Teil als Zuchttiere verwendet und dann, sobald sie älter genug sind oder sobald die Nachfrage da ist, in umzäumten Arealen geschossen zu werden. Wir regulieren auch die Zucht und auch die Tiere, die man schießt. Also es ist nicht so, dass ein Weibchen hat jetzt kleine Löwen und man schießt es. Also das passiert nicht. Und das ist für die Anbieter ein durchaus lukratives Geschäft. Der Preis ist zwischen 20.000 bis 30.000 Euro für einen Löwen. Doch selbst andere Anbieter von Jagdsafaris halten die Jagd auf gezüchtete Löwen für fragwürdig. Was zum Beispiel in Südafrika läuft, mit die Jagd auf Gatterlöwen, das ist etwas, was ich persönlich absolut ablehne. Für mich ist das keine Jagd. Und solche Jagden werden ja auch auf den Messen nicht mehr oder sollte nicht angeboten werden. Rainer Jösch organisiert Büffeljagden in Tansania und bezeichnet sich als ganzheitlichen Jäger, dem es um das Erlebnis Jagd und nicht um die Trophäen geht. Dass Tiere durch die Jagd getötet werden, ist für ihn akzeptabel. Das Tier hat ein sehr gutes Leben gehabt, bis zu dem Punkt, wo der Schuss fällt. Und in der Regel, da lege ich großen Wert drauf, dass eben wir nah an dem Wild dran sind, dass wir einen sehr guten Schuss platzieren können, dass eben das Tier auch nicht lange leiden muss. Klaus Hackländer, Wildbiologe und unter anderem Berater des WWF, geht einen Schritt weiter. Für ihn bedeuten Jagdsafaris Naturschutz. Wenn der Amerikaner, der Europäer kommt und zahlt einen fünfstelligen Eurobetrag, um einen Löwen zum Beispiel zu erlegen, dann bekommt dieser Löwe einen Wert. Die lokale Bevölkerung sagt, okay, wir lassen den Löwen zu, bis zu einer gewissen Menge. Die Alternative wäre, sie würden den Löwen ausrotten. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind wir sehr froh, dass es Trophäenjagd gibt, dass Menschen bereit sind, so viel zu zahlen. Ein durchaus bizarrer Denkansatz, dass Afrikas Tiere ausgerechnet durch die umstrittene Trophäenjagd geschützt werden sollen.